Staatsfunk. Staatsfunk. Balkonistan. 27. Juli 2016. Schädlinge Teil 2. Mücken. Wahrscheinlich sind sie mehr lästig als gefährlich. Diese kleinen Mücken, die sich in der Blumenerde einnisten und dann zum Beispiel bei Wärme schlüpfen. Meiner Erfahrung nach hilft dagegen super ein Gemisch aus 250 ml Wasser mit 25 Tropfen Teebaumöl, das auf die vollgemückte Erde gesprüht wird. Und was macht ihr so dagegen? Balkonistan. Hier behalten wir die Lufthoheit. Staatsfunk. Staatsfunk. Balkonistan. 28. Juli 2016. Nein, es ging nicht um 16. 28. Juli 2016. Binnenland. Schimmel in der Blumenerde. Man kennt das. Pflanzen auf dem Fensterbrett, Heizung ist an, ein warmes, feuchtes Klima entsteht und schwupps, bildet sich ein Schimmel. Den meisten meiner Zimmerpflanzen scheint das relativ egal zu sein, aber mir nicht, sieht ja nicht aus. Hier half mir, wie auch schon bei den Mücken in der Erde, ein starker Mix aus Wasser und Teebaumöl, der mehrmals auf den Schimmel gesprüht wird. Übrigens, Blattläuse sind davon sehr unbeeindruckt, werden aber danach immerhin schön sauber. Immerhin. Staatsfunk. Staatsfunk. Balkonistan. 29. Juli 2016. Erntedank. Während Gemüse ja meist in einem relativ kurzen Zeitfenster reif wird, wachsen Kräuter von Frühjahr bis zum Herbst. Was also tun? So viel Mozzarella kann ich gar nicht essen, wie es Basilikum wächst. Die Lösung heißt trocknen. Getrocknete Kräuter brauchen viel weniger Platz als frische Kräuter und sind länger haltbar. Ich habe also dieses Jahr bereits zweimal Minze und Salbei getrocknet und als Tee genutzt. Außerdem gab es schon zwei Ernten Basilikum und Rosmarin sowie eine Ladung Petersilie. Das Verfahren ist eigentlich immer gleich. Möglichst lange Stängel von der Pflanze schneiden, mit Schnur oder Geschenkband zu kleinen Sträußchen binden, die Bündel dann am ständig gekippten Küchenfensterkopf über aufhängen und nach ca. 2 Wochen ist das ganze Kraut trocken und kann weiterverarbeitet werden. Gut, im Fall von Basilikum ist natürlich Pesto die platzsparendste Alternative. Vielleicht nicht ganz so lange haltbar und nichts für die schlanke Linie, aber um einiges köstlicher. Staatsfunk. Staatsfunk. Balkonistan. 30. Juli 2016. Zwiebeln. Das pflegeleichteste Gemüse in Balkonistan ist die Zwiebel. Ich habe im Mai einige Steckzwiebeln in einen Balkonkasten gesteckt und an der Westküste Balkonistans, von da kommt der Regen für gewöhnlich, angesiedelt. Das war's. Keine weitere Pflege. Nun blüht die erste Zwiebel und ich bin guter Dinge, in ein paar Wochen die ersten eigenen Zwiebeln ernten zu können. Balkonistan. Nur echt mit Zwiebel auf dem Kopf. Staatsfunk. Staatsfunk. Balkonistan.
1. August 2016, Saatgut gewinnen Teil 3, Tomaten. Ich habe ein paar Exemplare von 4 verschiedenen Cocktailtomaten gekauft. Zur Gewinnung der Samen daraus habe ich die Früchte aufgeschnitten und mit einem kleinen Löffel den ganzen Glibber rausgekratzt. Dieser soll laut dem Internet nun mehrere Tage vergären, weshalb ich ihn in Schraubgläser und schön ins Warme gestellt habe. Danach soll man den Restschleim mit einem Sieb abspülen, die Samen trocknen und fertig. Bislang bin ich aber nicht weiter als tu den Schlotter ins Glas, aber ich halte euch auf dem Laufenden. Zeitsprung. Der Schlotter blieb nun 5 Tage draußen im Warmen in verschlossenen Schraubgläsern und durfte vor sich hingammeln. Hier eine Warnung. Beim Öffnen riecht das Ganze sehr furchtbar, also arbeitet schnell. Die Kerne scheinen durch die Lagerung von ihrem Schutzfilm getrennt zu sein. Der Schleim hat sich zu einer dünnflüssigen, wässrigen Flüssigkeit zersetzt. Die Samen habe ich im Sieb gut abgewaschen und zum Trocknen ausgebreitet. Wir werden sehen, wie gut das Saatgut dann angeht. Zeitsprung. Eine Probe von den 4 Samensorten ist nun testweise zum Keimen in Erde gewandert. Ich halte euch auf dem Laufenden. Staatsfunk. Staatsfunk. Balkonistan. 2. August 2016, Saatgut gewinnen, Teil 4, der Paprikatest. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, eine kleine Statistik ist am allerbesten. Folgendes Gedankenexperiment. Stell dir vor, du bist eine Paprikapflanze. An dir wachsen so 3-4 Schoten, das heißt, du produzierst so ca. 100 Samenkörner, vielleicht auch mehr. Damit du deinen Sinn als Pflanze erfüllst, reicht es aus, wenn aus diesen 100 Körnern auch nur 2 oder 3 neue Paprika heranwachsen und wieder Schoten tragen. Klar, einiges fressen die Tiere und ein paar sind einfach zur falschen Zeit am falschen Ort und so weiter, aber eine Erfolgsquote von 2% reicht dir am Ende auch aus, um deine Art zu erhalten und zu vermehren. Für mich als Präsident und Landwirtschaftsminister unseres wundervollen Staates ist diese Quote eine Katastrophe und muss verbessert werden. Erwähnte ich bereits, dass ich Optimierung liebe? Also die Keimprobe. Je 4 Samen pro Sorte, Paprika gelb, rot, Chili rot und Chili grün, werden blind aus dem Samentütchen gezogen und unter guten Bedingungen in eines dieser selbstgebastelten Versuchsgewächshäuser gebracht, also einfach einen Gefrierbeutel über einen Blumentopf gezogen. Nach 2 Wochen zeichnet sich folgende Keimquote ab. Paprika gelb 2 von 4, Paprika rot 2 von 4, Chili rot 1 von 4, Chili grün 0 von 4. Nun, das ist besser als die Natur, aber das muss noch besser gehen. Das Internet rät dazu, die Chilisamen vor der Aussaat 24 Stunden in Vogelkode einzuweichen. Wenn mein Ehrgeiz meinen Ekel niedergerungen hat, werde ich das vielleicht mal testen oder ich ernenne stattdessen einen Vogelkotminister. Staatsfunk. Staatsfunk. Balkonistan. 3. August 2016, Passionsfrucht. Beim Wocheneinkauf habe ich mir Passionsfrüchte besorgt. Ich mag dieses Glibberzeug. Laut dem Internet sollte es klappen, aus den Kernen neue Früchte zu ziehen. Also habe ich eine der 3 Früchte geopfert, halbiert, ausgelöffelt, die Kerne in warmes Wasser eingeweicht und mit einem Handtuch abgetrocknet und somit das ganze restliche Fruchtfleisch abgerubbelt. Die Samen habe ich dann in Anzuchterde gelegt, mit einer dünnen Schicht Erde bedeckt und mit einem Gefrierbeutel über dem Topf ein, sagen wir mal, Behelfsgewächshaus gebastelt. Das Ganze leicht angießen und nun warten. 2 bis 3 Wochen soll es angeblich dauern, bis die Samen keimen. In Balkonistan achtet man auf seinen Vitaminhaushalt.
Staatsfunk. Staatsfunk. Balkonistan. 4. August 2016. Selbermach. Deo. Wupp wupp, eine neue Kategorie. Dies ist der erste Selbermach-Beitrag und ich hole direkt mal aus. Nachdem ich neulich in der Küche nach Zerstreuung suchte, kam ich auf die Idee, Kokosmilch aus Kokosflocken herzustellen. Klappt übrigens. Dabei merkte ich, dass ich auch Kokosöl absetzte. Meine Extraktionsverfahren heißt das Wort. Meine Extraktionsverfahren waren denkbar schlecht und so gewann ich vielleicht 10 Gramm Fett aus 100 Gramm Kokosflocken. Doch meine Neugier war geweckt. Was macht man jetzt damit? Meine Recherchen ergaben, ja, kannst du viel mitmachen, vor allem Kochen und Kosmetika. Und es kostet nicht die Welt. So circa 4 Euro für 200 Gramm bei einer großen Biomarktkette. Neben Zahncreme und Rasiercreme weckte ein Rezept für Deo mein Interesse. Grob geht es so. 2 Esslöffel Kokosöl im Wasserbad verflüssigen, 1 Esslöffel Natron und 1 Esslöffel Stärke dazu, 3 bis 5 Tropfen Teebaumöl, Geruch nach Geschmack, die ganzen trockenen Sachen im Mörser vermahlen, Öl dazu, weiter im Mörser vermahlen, alles in ein Tiegel oder Glas füllen und zum Aushärten kalt stellen oder einfach ins Eisfach für 10 Minuten. Fertig und es funktioniert gut. Man riecht immer lecker nach Kokos. Staatsfunk. Staatsfunk. Balkonistan. 5. August 2016. Selbermach Rasiercreme. Und ein Flugzeug im Hintergrund. Den Beitrag beginne ich mal mit einem dicken Dankeschön. Die wundervolle Dela unterstützte mich mit Dingen aus meinem Amazon-Kistchen. Unter anderem schenkte sie mir Shea-Butter, die ich für ein weiteres Selbermach-Rezept verwenden will, nämlich für Rasiercreme. Passt zeitlich ganz gut, mein Industrierasierschaum ist nämlich leer. Die folgenden Zutaten habe ich bei ca. 60 Grad aufgeschmolzen und vermischt. Anmerkung des Einlesenden, 60 Grad bedeutet 60 Grad Celsius. Ca. 50 Gramm Kokosöl, ca. 50 Gramm Shea-Butter, ca. 40 Gramm Olivenöl, ungefähr 1 Esslöffel Flüssigseife und 5 Tropfen Teebaumöl. Das Ganze etwa für 20 Minuten ins Gefrierfach, damit es schön andickt und mit dem Handmixer der Frau, die immer so lecker nach Vanillekipferl riecht, zu einer Creme aufgeschlagen. Und direkt mal getestet, weil ich bin ja neugierig und ungeduldig. Beim Eincremen bildet sich ein wohlschmeckender Schmierfilm auf der Haut und den habe ich ca. 2 Minuten einwirken lassen, dann nochmal kurz nachgecremt. Der Schmierfilm lässt die Klingen sehr angenehm und tief über die Haut gleiten, gefühlt etwas tiefer als mit dem herkömmlichen Rasiergel. Und auch bei langen Bart- und Kotelettenhaaren klappt das Abrasieren so ganz problemlos. Die Haut bleibt angenehm entspannt, rötet sich nicht, also läuft. Staatsfunk. Staatsfunk. Balkonistan. 13. Juni 2017. Passionsfrucht Teil 2. Ihr erinnert euch vielleicht noch an letztes Jahr. Da habe ich Passionsfrucht gezogen. Heute schickte mir meine Chefin, bei der die Pflänzchen aus Platzgründen landeten, Bilder davon. Sie haben den Winter überlebt und wachsen weiter vor sich hin. Musik.
Staatsfunk. Staatsfunk. Balkonistan. 14. Juni 2017. Ringelblumensalbe. Gleich vorneweg. Denkt daran, ich bin kein Medizinmann, Heiler, Schamane oder Arzt. Ich experimentiere einfach nur gern mit mir selbst. Wenn ihr das auch wollt, macht mich nicht dafür verantwortlich, was passiert. Heute also Ringelblumensalbe. Ich habe verschiedene Rezepte durchgesehen und versucht, einen guten Durchschnitt zu bilden. Wenn ihr also selbst recherchiert, werdet ihr wahrscheinlich auf andere Zusammensetzungen und Herstellungsprozesse treffen. Den meisten Rezepten gemein war, dass die Wirkstoffe der Ringelblume in einem öligen Auszug extrahiert werden. Manche in kaltem Auszug, andere in einem warmen. Für den kalten Auszug sollten ca. 50 Gramm frische oder 25 Gramm getrocknete Blütenblätter in 250 Gramm Öl, also Oliven- oder Sonnenblumenöl, bis zu 6 Wochen lang an einem hellen und warmen Ort vor sich hinreifen. Die Alternative dazu, der warme Auszug, ist ein wenig schneller. Man rührt die Mischung einfach 15 Minuten warm auf dem Herd. Nicht die Blätter frittieren, auch wenn es verlockend ist. Hier stellt sich mir das erste Problem. Ich habe ca. 20 Blumen auf dem Balkon. Wie viel Gramm Blütenmaterial ist das? Die Apotheker war gesagt, eine Blüte ca. 0,25 Gramm. Bei 20 Blüten also ca. 5 Gramm Rohmaterial. Das sollte dann, ne, nach Dreisatz und so, in 25 Gramm Öl angesetzt werden. In meinem unendlichen Optimismus habe ich also ein Wegglas mit ca. 40 Milliliter Sonnenblumenöl befüllt, das sollten dann so ungefähr 35 Gramm sein, und hoffe nun auf eine gute Ernte. Die Testblüte, die ich gewogen habe, liegt bereits im Öl, und damit habe ich mich dann wohl auch für einen kalten Auszug entschieden. Wie es weitergeht? Tja, das erfahrt ihr, wenn die Ernte weitergeht und der Auszug ausgezogen hat. Staatsfunk. Staatsfunk. Balkonistan. 26. Juli 2016. Binnenland, Regenwald. Viele Zimmerpflanzen kommen ja eigentlich aus eher tropischen Gefilden, mit viel Regen. Der tritt in der Wohnung viel zu selten auf. Die Blätter werden also nicht regelmäßig durch Tropfen gereinigt, Staub setzt sich ab und die Pflanze verschmutzt. Deswegen habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, dreimal im Jahr die Pflanzen in die Dusche zu stellen und mit lauwarmem Wasser abzubrausen. Sie sehen jetzt schöner und grüner aus, weil natürlich der ganze Dreck unten ist, und sie wachsen deutlich besser. Einblatt und Zamio culcas bekamen daraufhin sogar neue Triebe, genau wie die Keulenlilie.